Ja, Hallöchen, hier ist der Franken-Andi wieder und es geht weiter in unserem kleinen Kampf hier. Alter Schwede, was ist denn das hier? Uff. Ja. Die sind ja nett hier. Gut, warum waren die denn jetzt gleich so angepisst und haben so wahnsinnig viele Helikopter ge... Das ist... Zurück nach Prisa Auto. Und dann heißt aber... mehrere Male erweitert. Wenn du sämtliche Stromkreise auf einmal aktivierst, wird das Stromnetz in die Knie gehen. Startet das System dann neu, schalte ich es aus. Du hast von drei verschiedenen Qualitätssicherungsabschnitten Zugriff auf das Stromnetz. In diesem Gebäude wird die... Oh Gott, ein Motorrad. Ein Motorrad. Ich muss eins finden. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Schickt jetzt gleich wieder 20 Helikopter. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. Nee. An alle Einheiten. Position halten. Ich bin nicht da. Komm, ihr könnt die Suche wieder einstellen. Tun sie aber nicht. An alle Einheiten der schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Das gefällt mir. Dann mal los. Oh, ich hasse Motorradfahren. Wahrscheinlich kommen sie jetzt gleich mit Panzer und schießen auf mich. Oh. Ja, diesmal schießen sie hier nicht so hart. Oh, das steuert sich so schlimm. Naja, wir haben es geschafft. Huiuiui. Ich bin drin. Jeder der Schaltkreise versorgt einen anderen Bereich in der Fabrik mit Strom. Du musst die Versorgung in allen Bereichen aktivieren. Gut. Das kriege ich schon irgendwie hin. Hallo? Irgendwas ist schiefgelaufen. Das System ist aus, aber ich sitze hier fest. Was zur Hölle? Hey, such nach Schaltkreisabdeckungen an den Wänden. Und puste sie voll Blei? Hab verstanden. Jupp. Mach du nur. Schicken weitere Einheiten. Hab ich gemacht. Hä? Ach. Und ich bin raus. Was jetzt? Stöpsel dich an der Konsole ein. Den Rest erledige ich. Ja. Hallo. Mach bitte schnell, weil... Du bist drin, Izzy. Das System gehört mir. Bleib in der Nähe. Rico, die schwarze Hand hat sich in Bewegung gesetzt. Wieso?
Boah. Wieso kann ich mich dann nicht einmal mehr noch bewegen? Es ist irgendwie ein bisschen crazy im Moment, hä? Wieso muss ich jetzt da schon wieder hin? Zurück nach Prisa Auto. Stöpsel dich an der Konsole ein. Den Rest erledige ich. Hä? Das habe ich doch gerade schon gemacht. Du bist drin, Izzy. Das System gehört mir. Bleib in der Nähe. Rico, die schwarze Hand hat sich in Bewegung gesetzt. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. An alle Einheiten der schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. So. Wen hast du? Wo? Wie läuft das, Izzy? Ich arbeite noch dran. Bleib in der Nähe und halt die Klappe. Okay. Weißt du, gerade kamen sie mit 5 Helis und jetzt kommen sie mit einem Heli und dann einem Soldaten. Easy. Noch 10 Sekunden. Geschafft. Das System ist vollständig verschlüsselt. Niemand wird die Fabrik mehr nutzen, solange ich das nicht erlaube. Und ich gebe dem Hauptquartier der Schwarzen Hand Entfernung. Gute Arbeit, Izzy. Ich glaube, ich drehe mit einem dieser Dinger mal eine Runde. Ja. Ja, nee, du brauchst hier keine Augen mehr offen halten. Das ist jetzt meins hier. Ja, gut. Oh, guck mal. Ja, alles klar. Hier, guck mal, wie wir den jetzt hier. Manipulierter. Ah, nett. Oha. Einen kleinen Monster-Tag. Ja, das ist schon fast ein bisschen lustig. Nachschublieferung Treibstofffass. Ja, jetzt wird es hier ganz schön eng hier für den Kollegen, oder? Kann man noch ein bisschen weiter rausscrollen? Nee, es geht nicht weiter. Ja, so viele Gebiete bleiben ihm da jetzt nicht mehr, ne? Ja, gut. Was machen wir denn als nächstes? Oh, was haben wir denn hier? Ein Überwachungsluftschiff zerstören. Wo bin ich jetzt gerade? Nö. Ach da. Ja. Ja, das machen wir doch glatt mal. Schicken sofort weitere Einheiten los. Nee. Ich bin schon weg.
Ich bin schon weg, alles gut. Zurück auf eure Posten, das Ziel ist verschwunden. So. Keine Gegner gefunden. Bin jetzt auf dem Rückweg. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ja, der müsste doch jetzt schon mal langsam runtergehen, oder? Holen. Ah ja, schau mal, das sieht doch schon gut aus. Komm, geh runter. Geht doch. So, und jetzt? Ich muss da hoch. Jetzt ja, kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Jawohl. Oh. Ich habe keine Kniften mehr. Das ist ja ärgerlich jetzt. Ich könnte doch eigentlich. Ey, Heli, bleib doch da. Ja. Netzwerk der Schwarzen hat gerade einen heftigen Schlag verpasst. Okay. Agent Rodriguez, die Pläne für den Sturmjäger sind fertig. Ich brauche nur noch Ausrüstung aus Sona Tres und Prisa Auto, um ihn bauen zu können. Aha. Ja, da werden wir doch mal schauen, ob wir da was für dich tun können. Aber erstmal will ich mit dem Heli hier ein bisschen Unruhe stiften. So ist hier die Grenze, ja. Ah, ja, ja, guck mal, da, das sieht so aus. Ja, schau mal, große Schüsseln sehe ich hier schon.
feindlicher Flieger entdeckt. Waffen bereit machen. Oh. Jo, ich kann den irgendwie nicht so wirklich lenken. Bestätigt. Feind jetzt in einem Heli. Wo ist denn der andere Heli? Sehe ihn nicht. Hallo? Weg. Hä? Mach mal. Bodenluftraketensystem ist online. Nee, nee, Bodenluftraketen böse. Zusätzliche Einheiten der Schwarzen sind unterwegs. Ziel nicht in Sicht. Zentrale, erbitte Befehle. Was ist denn da hinten? Verstanden. Erfassen das Ziel neu. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Wen hast du verloren? Motorradstand. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Verstanden. Setze Verfolgung fort. Nee, nee. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Dann machen wir es jetzt so. Wir stellen den jetzt hier ab. Und dann kann jemand weiterfliegen, der das vielleicht besser kann wie ich. Gut. Dann holen wir uns halt mal hier. Aber ist es nicht die Hauptstadt? Nee, oder? Wo ist denn jetzt die Hauptstadt? Die war doch jetzt da vorne. Wieso? Das ist doch die Hauptstadt, genau. Ja, dann holen wir uns halt mal das Gebiet von der Hauptstadt. Kein Thema. Puerto Espada steht unter dem Schutz von Coronel Munoz. Unseren Informationen zufolge will er den Hafen in die Luft jagen und die Schuld der Armee des Chaos in die Schuhe schieben. Nee, nee, nee. Das werde ich verhindern. Ich melde mich, wenn ich da bin. So, achso, ich hätte eigentlich mal eine Reise erbitten können, ne? Naja, gut, wir sind jetzt eh gleich da. Da gibt es so schöne Autos hier unten, ne? Hallo, darf ich mal dein Auto? Hä? Zu lang? Okay. Ja, ich mag schöne Autos.
So, die Ampel war grün, definitiv. Warum fahren wir denn jetzt über Land? Upsi. Puerto Espada. Pass auf, beim Hafenbecken ist eine Konsole. Izzy kann die Aufzeichnung der schwarzen Hand scannen und so rausfinden, wo die Bomben sind. Dann bist du dran. Du musst sie schnell ins Wasser schaffen. Luftunterstützung ist unterwegs. Zentrale, das Ziel sind die Sichert und geladen. Boah, die habe ich nicht gesehen. Ja, ich gebe mal ein bisschen Munition hier. Ich bräuchte mal ein bisschen was. So. Halt auch Ausschau nach Munoz, Rico. Sie nennen ihn El Maniaco. Hallo, jemand da? Zack. Hallo. Danke. Kann ich jetzt hier mal bitte ein bisschen Munition haben? Das gibt's ja gar nicht, ey. Wo ist denn das Ding hier? Hui. Ich glaube, das war ein... Hoppala. Gut, der war getroffen. Ich will aber gerne das Sturmgewehr. Ich mag diese Granaten da eigentlich. Chip, hallo. Moment mal hier. Wer wirft denn hier Granaten? Das ist ja nicht nett. Was war das denn jetzt? Kommst du denn her? Alles klar. Hä? Kommt, ist da jetzt ein Boot hin? Kommt jetzt das...
So, das muss doch jetzt hier mal langsam Ende geben hier. Herr Munoz, nehme ich an. Ich habe mich schon drauf gefreut, Rodriguez. Oh, Entschuldigung. Ich hab dem gerade eine Granate. El Maniaco ist tot. Munition. So, gut. Benutze die Konsole, um Bomben zu finden. Achso. Ja. Ich arbeite dran. Oh, Munition, geil. Oh, Munition. So. Izzy. Ich arbeite dran. Das hast du vorhin schon mal gesagt. Sie sind in Autos und an Motorrädern. Die Zünder sind aktiviert, Rico. Kümmere dich um so viele Fahrzeuge wie möglich, sonst geht es hier nicht gut aus. Ich versenke sie in der Bucht. Das sollte die Schäden begrenzen. Ja, der Gedanke war gut. Umsetzung war scheiße. Wow. In dem Fahrzeug ist eine Bombe. Dann schaffen wir es mal ins Wasser. Und warum kannst du dich nicht am Auto festhalten? Geiler Schlitten. Jupp. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Zentrale, das Ziel sitzt in einem Landfahrzeug. Nee, oder? Ihr schießt jetzt halt auf mich hier noch, oder? Nee, macht ihr jetzt nicht. Ihr lasst mich jetzt da mal schön ein wenig in Ruhe, denn ich muss hier ein paar Autos ins Wasser schmeißen. Nee, 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 den kannst du ruhig am Himmel oben lassen. Der tut dir soweit nichts. Okay, ist gar nicht so einfach, wenn die ganze Zeit auf mir geschossen wird, aber ich krieg dich schon. Wieso? Echt jetzt? Ja.
Gefällt mir das Ding. Ja. Eine Minute bis zur Detonation. Ja. Nur noch eins, Rico. Nur noch 30 Sekunden. Komm schon. Oh Mann, Alter, kannst du nicht... Sollte reichen. Das war verdammt knapp. Gute Arbeit, Rico. So, ich mach mich da mal ein bisschen vom Acker. Nee, nee, kein Sichtkontakt herstellen. Lass ihn einfach gehen. Suche nach Feindbeenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Sehr gut. So, und diese Folge widme ich diesem Esel und sage IA, tschüss, bis zum nächsten Mal.